Jawohl, sehr gut. Nice, Mann. Boah, das war knapp. Hat aber gut geklappt zum Ende hin. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Formel 1 2017. Wir starten heute das Training in einem neuen Rennwochenende. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir als nächstes fahren. Wir sind ja in der letzten Folge in Österreich gefahren. Wir haben es leider nicht in die Top 10 geschafft, aber haben unsere Teamziele immerhin erreicht. Und ich bin mal gespannt, ob wir in dem nächsten Rennen besser abschneiden können. Ich würde gerne wieder mal in die Top 10 fahren. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal nächstes Rennwochenende. Oh, was gibt's denn? Ist was fertig geworden? Eins der von uns entwickelten Teile hat keine Ach, Kacke. Ich habe das Projekt gestoppt. Du kannst deine Wiederaufnahme am Laptop anordnen. Wir müssen erst einmal einen Schritt zurückgehen und ein paar Änderungen vornehmen, damit die endgültigen Zahlen besser aussehen als die in der Simulation. Mist, es hat nicht geklappt. Aerodynamik, Heckantrieb, Heckflügel, Oberklappe hat nicht geklappt. Mann, schade. Dann gucken wir das nochmal an und investieren nochmal 500 rein, damit das vielleicht dann beim zweiten Mal klappt. Was ist... Oh, Chris weiß alles, okay. Schön. Kann ich denn hier oben noch was machen für 500? Ja, das geht. Das MGUH, MGUK. Ich würde sagen, wir machen mal Getriebeabnutzung. Ach stimmt, wir haben ja keine 500, wir haben nur 460. Fuck. Egal. Dann gehen wir zum Training. Good morning in the morning. Heutigen Training. Ich hoffe, dass die Zuschauer ihre Regenschirme dabei haben, denn heute gießt es wirklich wie aus Eimern. Wir fahren also in Silverstone in Großbritannien, die Heimat von Lewis Hamilton. Düsterer Himmel über uns. Der Lokalmatador. Ja, gucken wir mal. Streckenakklimatisierung können wir ja einfach mal machen. Mit Intermediates, wir fahren erstmal raus. Strecke erstmal kennenlernen. Mal gucken, wie der sauber funktioniert hier auf der Strecke in Silverstone. Ah, hier geht's ja so hoch, stimmt. Ist auch eine geile Boxenausfahrt. Brauche ich auch nicht. Okay, dann gucken wir uns das erstmal an hier. Im Regen kann ich sowieso nicht unglaublich schnell fahren. Aber für die Streckenakklimatisierung wird es reichen, denke ich mal. Da muss ich ja keine Top-Zeit fahren. Oh, ich rutsche. Ui. Unsere Daten zeigen einen kleinen Leistungsverlust. Wir glauben, es ist der Motor. Schone ihn ein wenig. Gut, Freunde. Ich bin ja aktuell noch Fahrer 2, aber das könnte sich bald ändern, wenn ich noch so ein paar Sympathiepunkte bei unserem Team sammeln kann mit guter Leistung. Und dann sind wir auch bald Fahrer 1 und dann bekommen wir mehr Ressourcenpunkte. Und diese dann können wir dann besser in Entwicklung stecken. Ich denke mal, der Fahrer 1 wird ja immer ein bisschen bevorzugt in der Entwicklung vom Auto.
Ja, schauen wir mal. Oh nein, das drückt mich zu weit raus. Immer dieser Regen. Ich habe das Gefühl, ich fahre jedes zweite Rennen im Regen. Gibt's doch gar nicht. Oh Mann. Fuck. Fette Mischung verfügbar. Das Problem könnte allerdings wieder auftauchen. Brauch's eh nicht gerade. Alles gut. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Auto so durch, auch wenn das angeschlagen ist. Aber ich werde das dann erst zum Qualifying ändern. Weil im Training ist es nicht so schlimm, da kann ich das ruhig verschleißen. Da muss ich nicht schon den nächsten Satz anfangen. Ich denke mal, das ist so ganz okay. Nein! Kacke! Nein! Viel zu weit rausgekommen. Aber wie soll es auch anders sein? Hier in Großbritannien regnet es ja gerne mal. Bei den folgenden Kurven scheinst du noch ein paar Probleme zu haben. Kurve 2, Kurve 4, Kurve 13. Okay, geht ja noch. Nein, zu weit rausgekommen wieder. Mann! Nicht einfach hier im Regen. Silverstone ist, glaube ich, generell eine schwere Strecke. Der Regen könnte eine Weile. Nein! Werden. Leichter Regen für die nächste Zeit. Ja, sieht schon mal besser aus als eben. So ein bisschen besser ist es. Aber für perfekt reicht es trotzdem nicht so. Auf keinen Fall. Ja, das war nicht schlecht. Oh, und hier wieder zu weit rausgekommen. Das gibt's doch gar nicht. Das war gar nicht so schlecht. Eigentlich. Nein, hier wieder rausgekommen. Verdammt. Das gibt's echt nicht. Kann nicht wahr sein, dass ich die Kurve immer verkacke da. So auf jeden Fall weitermachen, dann könnte das vielleicht noch doch noch was werden. Sehr gut.
Jawohl, Alter. Ist alles lila. Sauber. Läuft doch, sauber. Nur nicht aufhören. Ja, moin. Hä? Nur grün? Ich dachte, das wäre perfekt. Och, Manno. Das hat ja so gut geklappt. Ich hatte doch fast alles lila eben. Das kann ja nur ganz knapp gewesen sein, oder? Ach Mann. Ich habe gedacht, das hätte gereicht. Schade. Dann würde ich sagen, mach mal im Regen noch Benzin sparen. Da müssen wir eh vorsichtig fahren, sozusagen. Total rot, das gibt's doch gar nicht. Leute, ich versuche das nochmal im Trocknen. Das hat irgendwie hier keinen Sinn, glaube ich. Kacke. Dann versuchen wir nochmal das Reifenmanagement. Das Benzinsparen versuchen wir, wenn es trocken ist. Irgendwie wollte das gerade gar nicht klappen. Okay, dann probieren wir es mal mit dem Reifenmanagement. Mal sehen, ob das klappt. Hier im Regen. Aber ich hoffe es doch. Oh nein, ich bin total gerutscht. Verdammt. Doofer Regen da. Okay, das war auch nicht gut für die Reifen. Mist. Ach, das ist auch fürchterlich hier in dem Seifenscheiß. Jetzt geht's gerade so. Bin gerade im Mittelpunkt vom Grün. Aber im Perfekt werde ich es nicht mehr schaffen. Vor allem, weil die Zeit nicht reicht. Überhaupt nicht. Ich bin eine halbe Sekunde hinten. Oh, ich bin sogar noch im lilanen Bereich. Das gibt's doch gar nicht, ey. Okay, probieren wir es nochmal. Oh, was ich für hier einen Gescheiße mache. Komm schon. Okay, jetzt sieht schon mal ein bisschen besser aus, aber die Zeit ist auch nicht gut.
Oh, das ist nicht gut für die Reifen. Ah, Mist. Okay, wir sind im lilanen Bereich, aber ich muss in der Zeit aufholen. Mist. Oh, das wird eng. Oh, 20 Minuten noch. Verdammt. Komm schon, so würde es reichen. Jawohl, sehr gut, nice, Mann. Boah, das war knapp. Hat aber gut geklappt zum Ende hin. Zum Training 2 vom Wetter her besser wird. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikkonen, Alter, bin ich schlecht gefahren. Oh mein Gott. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind okay. 100 Ressourcenpunkte bekommen. Dann könnte ich mal gerade die investieren in Getriebeverschleiß. Kann ich das hier machen? Jo. Gehen wir mal da hoch. Und dann hier Getriebeabnutzung entwickeln wir. Dauert eine Woche. Und dann gehen wir mal zu Training 2. Was ist denn hier los? Warum habe ich denn so einen krassen Rückstand an Sekunden? Ich verstehe das nicht. Warum wir so einen krassen Rückstand haben, das ist unnormal. Ich guck gerade mal bei den Getriebesachen. Wir ändern vielleicht nochmal das Setup in Richtung Spitzengeschwindigkeit. Okay, hier ist noch alles gut. Oh, 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 oh. Shit. Okay, ich weiß warum. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Jo, Alter. Ich versuche, sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Guck doch mal an, wie das hier aussieht. Komplett im Arsch. Kein Wunder, dass ich nicht hinterher kam. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Training 2 ist auch vorbei. Wir können das gerade mal hier skippen, weil die Zeit reicht ja nie im Leben. Dann probieren wir das einfach mal in Training 3 noch. Läuft auf jeden Fall. Und ich habe mich schon gewundert, warum das Auto nicht hinterherkommt. Ist ja komplett alles runtergeballert. Alles klar, dann probieren wir es nochmal in T3. Das Auto war jetzt gerade komplett hinüber. Kein Wunder, dass das nicht mithalten konnte. Probieren wir jetzt das Benzinsparen nochmal. Ich hoffe, jetzt kann ich auch damit was erreichen. Schauen wir mal. Das war ja eben echt krass, wie viel da down war. Dann probieren wir es jetzt mal. Was mache ich hier?
Sieht ja schon mal ein bisschen besser aus. Jedenfalls ein bisschen. Das ist in Ordnung. So kann man damit arbeiten. Aber es ist echt krass, wie die Teile so schnell verschlissen werden an dem Auto. Kann ich fast jedes Rennwochenende komplett neu ausbauen. Uiuiui. Ist aber hier gerade ein bisschen doof gelaufen. Aber wir sind bisher im perfekten Bereich. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Oh nein, da bin ich viel zu weit rausgekommen. Aber läuft. Wir haben es gepackt. Sehr gut. Nice, Mann. Okay, dann können wir wieder in die Garage fahren. Also geht's doch. Ich dachte, es lag an mir. Es lag ja auch an mir, aber auch am Auto. Qualifying Tempo. Hauen wir das mal rein. War schon aktiviert. Okay, jetzt geht es einfach nur um Tempo. Denke, das kriege ich hin. Hoffe ich doch jedenfalls. Uiuiui, hier kommt mit. Und Fullspeed hier durch die Kurve, schon extrem. Oh nö, komme ich immer so weit raus. So, DRS an. Das war eine relativ kleine Gerade hier, in dem Punkt. Aber ohne ist halt ein fetter Nachteil, wenn wir das nicht aktivieren. Weiß nicht genau, was ich von der Runde bisher halten soll. Ist eher durchwachsen gefahren, würde ich sagen. Okay, also die Strecke macht schon Spaß hier in Silverstone, muss ich sagen. Könnte spannend werden, das Rennen hier. Wenn wir uns einigermaßen gut schlagen können im Qualifying, dann kann das schon ganz geil werden. Okay, gut. Machen wir. Dann fahre ich mal zurück. Das mache ich aber immer hier per Knopfdruck. Ich habe keine Lust, dann die Runde noch zu Ende zu fahren. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Gut, dann fehlt ja eigentlich nur noch die Rennstrategie. So, es geht los. Oh.
den richtigen Zeitpunkt verpasst, einzulenken. Na, ja, ging noch. Ist okay. Kann man noch korrigieren auf jeden Fall. Mal gucken. Ich brauche sowieso 3 Runden mindestens, um das hinzukriegen. Perfekt. Aber sieht nicht schlecht aus, oder? 2 Sekunden drüber aktuell. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Boah, die Passage hier, die hat es echt in sich. So schnelle Kurve links, rechts. Ist schon nicht ohne. Okay, super. Nein, wieder zu weit rausgekommen. Oh, zu gerutscht, verdammt. Okay. Halbe Sekunde drüber. Habe ich zu lange gebraucht in der Kurve, aber es war nicht so ausschlaggebend, wie ich gedacht habe. Ja, es läuft doch eigentlich ganz gut. Dafür, dass Training 1 so ein bisschen eklig war mit dem Regen, aber sonst geht's ja jetzt. Nach der Reparatur vor allen Dingen. Wieder über 2 Sekunden drüber bei der vorgegebenen Zeit. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann sollten wir das auch perfekt schaffen. Dann haben wir immerhin wieder 4 von 5 auf perfekt geschafft. Das ist in Ordnung. Also bin ich mit zufrieden. Ich habe jetzt auch keine Lust, dann nochmal die Streckenakklimatisierung zu versuchen. Ach, schon wieder hier zu weit rausgekommen. Wow, da wäre ich fast ins Schlittern gekommen. Konnte ich gerade noch so verhindern. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, streicht dicke, kein Problem. Sollte auf jeden Fall reichen mit der Zeit. Ich denke doch. Ah, nein! Verfahren! Zu spät gebremst. Aber es reicht dennoch, oder? Ja. Tolle Leistung bis hier. Sehr schön. Ja, ich bleib doch. Ich bleib im Auto. Bis zum Sonntag. Gut, dann fahren wir in die Garage.
Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir Schluss. Wir fahren dann in der nächsten Folge dieses Qualifying. Mal gucken, ob wir da über Qualifying 1 hinauskommen können. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.